Hey, hey, Wartales, Provinz Grenmir. Legen wir los, meine Kerle. Gosenberg bzw. die Provinz Grenmir ist seit 2 Wochen draußen. Genug Zeit für euch selbst reinzuschauen. Genug Zeit für mich ein paar Guides zu machen. Schaut sie euch an. Sind hier in der normalen Wartales Playlist drin. Und genug Zeit, dass ich euch nicht mehr vor Spoilern warnen muss, weil ihr nun schon selbst ein bisschen drin rumgelungert habt. Ich kann mich direkt beruhigen, obwohl ich die komplette Map von der neuen Region aufgedeckt habe und auch die Guides gemacht habe, habe ich die Hauptquest selbst noch nie angenommen. Es gibt also noch genug für mich selbst zu entdecken. Bevor es losgeht, das hier sind Dahlgrens Marodeure. Die haben eine eigene Playlist. Ich werde mir also nicht die Mühe machen, die ganze Kompanie jetzt groß vorzustellen. Es sind 8 Leute, 3 Ponys. Wir spielen mit 4 Tanks und 4 Damage-Dealern, wobei Lady Tahild wahrscheinlich eine neue Schwertkämpfer-Unterklasse benutzen wird, sobald wir die in der Arena freigeschaltet haben. Alte Ausrüstung ist zurück. Ich habe beim Spielen einen Plattenpanzer des Unteroffiziers und sogar einen eleganten Bogen gesehen. Heißt, wir finden cooles neues Zeug, das es seit Harak nicht mehr gegeben hat. Was sonst noch? Ja, Berufe gehen jetzt auf Stufe 4, aber ich glaube nicht, dass wir das jemals sehen werden, weil das ist eine Menge XP. Sonst, wir haben es nicht besonders eilig. Release von Wartales wurde auf Quartal 1 2023 verschoben. Heißt, wir machen nicht 3 2-Stunden-Episoden die Woche, um hier durchzurasen, sondern wahrscheinlich ganz normal Dienstag-Donnerstags-Videos mit 20 bis 60 Minuten, damit auch normale Leute mitschauen können. Also Kompanievorstellung lassen wir soweit außen vor. Falls irgendjemand spezifische Fragen zu den Charakteren hat, kann er sich gerne in den Kommentaren melden. Ich denke nicht, dass allzu viele neue Leute hier für Provinz Grenmir einsteigen. Und wenn doch, hey, es gibt einen Haufen Wartales-Videos auf dem Channel. Schaut es euch einfach an. Dann seid ihr schon wieder voll dabei. Dahlgrens Marodeure sind nur 60 Stunden und etwa paar 30 Episoden. Also zapp, zapp, da seid ihr doch ruckzuck durch, bevor Episode 2 raus ist. Übermorgen oder so. Okay, legen wir los. Heute passiert eh nicht allzu viel, schätze ich. Was ich noch kurz vergessen habe, ich habe die Kraftklinge aus dem Mülleimer geholt. Ich habe ja die ganzen Weekly Bounty Waffen alle verkauft, bis Wartales mir dann plötzlich gesagt hat, hey, die kann man jetzt übrigens auch aufwerten. Also hier ist sie. Wir werden Verbrennen drauf machen, sobald wir oben sind. Dann kann Lady Tahild noch ein Sekündchen mit der spielen. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Legen wir los. Wir gehen in die Provinz Grenmir. Ich will immer Grandmir sagen, aber das ist falsch. Die Franzosen verfolgen mich dafür und verprügeln mich dann. Provinz Grenmir im Königreich Gosenberg. Wir gehen, wie schon in 100 Videos angesprochen, aus Marheim raus, über die Brücke. Hier neben hoch an Burg Marheim vorbei. Laufen vor den Wölfen weg, die hier aus dem Wald rauskommen. Gehen kurz, wobei nein, wir gehen nicht ins Trainingsgelände der Bruderschaft, wir gehen sowieso zur Festung der Bruderschaft. Da können wir ganz in Ruhe das Schwert aufwerten. Swords Arena, da haben wir den Dolch von Tyn her. Obwohl die neue Provinz jetzt 2 Wochen alt ist, haben sie es immer noch nicht geschafft. Immer noch nicht geschafft, den neuen Dolch zu fixen, der hat immer noch toxische Klinge, genauso wie die Viper. Grenzübergang von Gosenberg. Wir brauchen, wie die nette Dame, Nelletje, wer auch immer, uns erzählt keinen Passierschein, weil wir anscheinend bezahlt haben, um in das Königreich Gosenberg zu kommen, nicht um in die Provinz Vertrus zu kommen. Interessant, interessant. Ihr solltet auf jeden Fall, wenn ihr hier seid, zur Bruderschaft gehen und die Quest annehmen. Weil ansonsten bricht das ganze Konzept hier auf der Stelle zusammen. Ihr müsst diese Quest annehmen in der Festung der Bruderschaft. Es geht nicht anders. Die komplette Region, jede Belohnung, alles hängt hiermit zusammen. Wer von euch ist denn hier der Boss? Du hier, oder? Mach mich mal kurz Aufwertung für Kraftklinge. Okay. Und ja, obwohl man die Bounty-Waffen upgraden kann, sind die trotzdem eine ganze Ecke schlechter als die legendären Waffen. Ihr könnt sie sehen, es sind immer noch 10 Stärke dazwischen, obwohl die beide jetzt Level 10 sind. Lady Tahild, du gibst mal das Ulfbert der Bruderschaft ab, bekommst dafür die Kraftklinge, das bedeutet Doppelschlag bei Bluten, Verbrennen oder Gift.
Und da Lady Tahild verbessertes Hardcore-Training hat, bekommt die Rage, sollte die brennen, vergiftet sein oder bluten. Heißt, wir haben eine nette Kombination. So, die lässt Gegner dann jetzt brennen. Wenn die mit ihrer Runde fertig ist, dann schlägt das Brennen von den Gegnern auf sie selbst über und die macht dann mehr Schaden. Nette Idee, denke ich. Schauen wir uns mal an. Hier oben in Wissen und so schauen wir bei Zeiten mal rein. Wir lassen uns erstmal von Bruder Kathold briefen, was hier überhaupt passiert ist und warum wir als Dalgrens Marodeure in die Provinz Grinmir eingeladen worden sind. Söldner, Mitglieder der Bruderschaft, ich danke euch, dass ihr unserem Ruf so zahlreich gefolgt seid. Wir können jede Hilfe gebrauchen, die wir kriegen, für diese Mission. Der Rat der Makler bat uns, die Bruderschaft, den Mörder eines seiner Mitglieder aufzuspüren, Villa Althovendorp. Die Maklerin ist tot. Gut, dass wir sie los sind. Ruhe, wir hören nichts. Alle, die sich an diesen Ermittlungen beteiligen möchten, sind willkommen. Die Belohnung entspricht der einer vom Rat selbst in Auftrag gegebenen Mission. Franny wird alle Trupps, die sich beteiligen möchten, registrieren. Okay, Schwester Franny. Seid gewarnt, diese Mission ist nichts für schwache Nerven. In der Gasse wurde nicht nur die Leiche der Maklerin gefunden, sondern auch ein Dutzend unserer getöteten Brüder, die sich mit ihrem Schutz befasst hatten. Die Angreifer verschwanden spurlos. Aber wir wissen, dass sie gut organisiert und unseren Männern zahlenmäßig überlegen waren. Wahrscheinlich waren es Banditen, Rebellen oder andere Söldner. Wer weiß, ich habe heute schon 30 Leute registriert. Und seid ihr noch interessiert oder wollt ihr auch aussteigen? Natürlich für 350 Gold und 100 Punkte Einfluss, beides Ressourcen, die Dalgrens Marodeuren langsam sehr knapp werden, sind wir natürlich sofort dabei. Nun gut, euer Trupp ist nun registriert. Die Bürger von Gosenberg werden euch alle Fragen beantworten, also denkt daran, sie auszuhorchen. Okay, so ohne Scherz, ihr könnt hier direkt auch auf Befragen drücken. Manche mögen zögern, sich euch anzuvertrauen, aber bleibt beharrlich und ihr werdet sie zum Reden bringen. Viel Glück! Okay, genug professionelles Voice Acting. Wir haben hier unten noch ein Fass zu untersuchen, das voller Alkohol ist. Wieder mal der Tipp, sollte einer von euren Charakteren aus Versehen Alkoholiker werden, ignoriert die Sache einfach. Die sind dann irgendwann keine Alkoholiker mehr. Ich wollte eigentlich gerade, während wir hier sind, mir ist letztens aufgefallen, während ich in der Arena war, dass ich tatsächlich noch zweimal erste Hilfe brauche. Ziel laufen, eins, zweimal erste Hilfe. Rauwin, du hast auch. Es sind tatsächlich Sir Dalgren und Takis, die keine erste Hilfe konnten. Abgefahren. Ich weiß, ich kann allen Charakteren alles davon beibringen, aber kommt schon. Das hier ist mehr RP als mit Max, okay? Na gut. Ich weiß höchstpersönlich, dass wenn wir hier nach Norden hochgehen, ich gegen Schmuggler und Terroristen kämpfen kann. Weiß aber nicht, ob es eine Quest für die gibt. Ich wollte diesmal eigentlich die Quests in den Tavernen mitnehmen. Aber wir müssen ja auch ein bisschen kämpfen. Dafür seid ihr im Endeffekt hier. Außerdem gibt es da oben, glaube ich, Reifstahl. Und wenn ich welchen gefunden habe, können wir darüber reden. Das ist also eine Win-Win-Situation für uns alle. Was haben wir hier Feines? Ach richtig, das sind die neuen Blumen, nicht? Unsterbliche Blüte. Die sind neu. Ich glaube nicht, dass ich die schon für irgendwas brauche, oder? Wir haben uns ja am Ende von Dalgrens Marodeuren ein bisschen sehr viel mit Alchemie befasst und haben einen ganzen Haufen Zeug gebaut. Genau, Reifstahl lernen wir schon mal. Wir haben ja 100.000 Punkte übrig. Genauso wie hier in dem Schmiedekram müssen wir einen Haufen Zeug lernen. Wurfsichel zum Beispiel, neues Offhand-Item. Mal schauen, ob Lady Tahild die benutzen wird. Mal schauen, mal schauen. Das hier wurde ja alles zusammengefasst. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, gibt es jetzt Waffen und Rüstungen zusammen. Manchmal, dass man 1000 Sachen lernen muss. Schutzschilder scheint es jetzt auch mehr zu geben. Das Problem ist halt wirklich, dass es wahrscheinlich nicht hinhaut, dass wir hier in dem Gameplay-Teil hoch genug kommen, hier was Vernünftiges von craften zu können. Das Zeug ist ja alles unendlich teuer. Man allein schon hier, man muss ja schon Veteran sein, also nicht Veteran, sondern wie heißt das denn beim Schmied jetzt? Doch,
Heißt jetzt Veteran und muss eins höher sein, damit man die neuen Sachen überhaupt schmieden kann. Das wäre der einzige Grund, den ich gerade sehe, von vorne anzufangen, damit man diese Schmiede-XP und sowas bekommt. Weil es ist wirklich unrealistisch, dass jetzt, ich müsste ja 5 Episoden lang nichts machen, außer auf dem Amboss rumzuklopfen. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu dem ganzen Krempli, wo das herkommt und so, ihr könnt entweder selbst in den Videos danach suchen oder mich fragen, dann gucke ich kurz nach. Bei den meisten Sachen weiß ich es tatsächlich noch. Aber dann kämpfen wir mal. Der Plan ist, dass wir heute noch zumindest bis zum Tor von Stadt Gosenberg kommen, aber wahrscheinlich noch nicht reingehen in der Episode hier. Hier sind ja außerhalb von Gosenberg ein Haufen Söldnerkompanien unterwegs, gegen die man auch kämpfen kann. Ich bin nicht mal sicher, ob das hier eine Söldnerkompanie ist oder ob das einfach nur Terroristen sind. So, Jan, der Anführer. Du siehst sehr aus wie eine Frau. Als Künstler ist es unsere Pflicht, dem Leiden unserer Mitmenschen eine Stimme zu geben. Diese Pflicht werden wir niemals aufgeben, auch wenn wir uns dann für immer in diesen Wäldern verstecken müssen. Unsere Werke sind die Glut des Zorns und werden den Aufstand des Volkes entfachen. So, wir können die davon überzeugen, dass es nicht gut ist, den Aufstand des Volkes zu entfachen. Oder wir töten die Jungs, was definitiv interessanter ist, weil wir haben schon Zinnglücksbringer und wir brauchen keinen zweiten. Zinnglücksbringer ist 50% verringerter Schaden von Gelegenheitsangriffen. Benutzt das auf Sir Dahlgren, weil der Riposte hat und damit Inspiration bekommt. Kann dann also weiterlaufen. Wir kämpfen einfach nur, damit ihr die Kompanie mal in Aktion seht, falls ihr neu dabei seid. So, was haben wir denn hier? Keine Passivfähigkeit. Hier sind meine Leute. Oh, die sind aber, die haben ja gar keine Rüstung an. Theaterkostüm. Okay, wir haben einen Bären, einen Läufer. Das sind also Leute aus Harak. Hier haben wir einen Läufer. Und hier oben sind zwei echte Fallensteller, die ihre Theaterkostüme anscheinend zu Hause vergessen haben und einfach ihre Harak-Klamotten anhaben. 57 Stärke. Wo sind denn meine Jungs? Wo ist denn Tages? 63 Stärke. Und bedeutet, der da ist schon mal hinüber. Da brauche ich mir keine. Bei 95 brauche ich mir keine Gedanken zu machen. Schicken einfach Sir Dahlgren hin. Wie ich auch in den anderen Gameplay-Teilen bis jetzt immer erwähnt habe, Startaufstellung ist definitiv am wichtigsten. Und danach ist alles eigentlich dann schon recht schnell geregelt. Jemand muss diesen Bären dort annehmen und den belästigen. Ich denke, so stehen wir nicht schlecht. So stehen wir nicht schlecht. Wie sind wir denn hier dran? Okay. Bedeutet, Sir Dahlgren, du legst mal los. Vernichtest den Kerl hier. Machst uns 2 gemütliche Punkte. Die da oben nimmt sich Tarkus. Den Bären da nimmt sich Lady Tarhild. Das bedeutet, für dich ist Platz hier unten bei diesem Bären. Dann entwaffnen wir den netten Bären mal, damit er uns nicht blöd kommt. So, ich hatte gesagt, Lady Tarhild nimmt den Bären. Die kann den nämlich anzünden mit ihrer Kraftklinge. Dann wird Lady Tarhild immer stärker und der Bär verbrennt ganz richtig. Das funktioniert ja besser als gedacht. Also tatsächlich hat die jetzt nochmal einen extra Angriff gemacht, weil der Gegner vom ersten Angriff angezündet wurde. Das ist ziemlich stark. Schade, dass sie die Kraftklinge nicht allzu lang benutzen wird, aber die Idee hat funktioniert. Ja, Beschützer, nicht Ermutigung, keine besonders gute Fähigkeit. Kann man nichts machen, ist wie es ist. Uff. Genau, die bekommt jetzt Rage mit dazu. Es funktioniert genauso, wie ich es mir vorgestellt habe mit dem sauren Öl auf der Kraftklinge. Das macht mir sehr viel Spaß. Oh. Okay, ich dachte, der käme so weit. Na gut, dann haben wir wohl ein Fallensteller-Problem. Können wir den irgendwie dazu provozieren, so weit zu kommen? Ich denke schon. Wir den hier runterschicken und der zermalmt diesen Läufer dort. Müsste der doch Inspiration bekommen? Na gut, dann neuer Plan. neuer Plan. Wir lassen uns davon überraschen, was die beiden Bogenschützen da oben machen.
Da hätte ich wohl vorher mal checken müssen, wie weit ich laufen kann. Oh nein! Bitte, tötet nicht meine armen, armen Leute! Wer kann denn nach da oben und den Typ da vernichten? Professionell. Wir drücken mal den Beifallknopf, weil das ein guter Knopf ist. Nicht nochmal. Ich bin immer noch kein allzu großer Fan vom instabilen Öl. Ich weiß, ihr seid alle riesige Fans von instabilen Öl und behauptet, das wäre das beste Öl, das es gibt auf der Welt. Aber ich mag einfach keine Prozentzahlen. Ich mag Sachen, die immer funktionieren. So wie zum Beispiel 62% Crit-Chance. Immer funktionieren, definitiv. Absolut kein Problem. Was willst du machen, Bär? Da ist ja nun mal nichts drin. Haben wir irgendwen, der bis nach da oben hochflitzen kann? Tünn vielleicht? Nein, der steht wirklich weit weg, der Kerl da oben. Gut, soll er halt da stehen bleiben. Wir vernichten so lange den Bären. Ich habe meinen Bogenschützen draufgeschossen, nicht? Der hat dieses komische... Oder hat er? Er hat Zeichen von Narses. Bedeutet, Dräger haut da zweimal drauf. So, ein Bär ist schon stabil, was? Aber wir kriegen das schon hin. Vor allen Dingen machen wir den Bären da ja sowieso von ab. Also sobald wir fertig sind mit unseren Späßchen hier. Immer noch kein allzu großer Freund von der legendären Axt hier, der Spalter. Ich mag die Standardfähigkeit nicht besonders. Und dann haben wir noch unser Giftmädchen und dann hat der Bär da auch bald mal genug kassiert. Der fällt ja dann einfach so um. Wenn der andere Dolch irgendwann mal gefixt wird und was Cooleres hat als toxische Klinge, werden wir Tin wahrscheinlich doch zu einem Assassinen umbauen. Ich finde, Assassinen sind einfach so viel besser als die anderen drei Unterklassen. Hat der Assassine nicht auch die große Umfrage gewonnen und ist die beste Unterklasse überhaupt geworden hier im Community-Tab? Es ist schon so lange her. Okay, wer wäre gern zuerst dran? Dieser Bär dort. Das ist mir ziemlich egal. Ach, der macht jetzt auch Riposte, oder? Naja, dann riposten wir aber auch. Immer mehr draufhauen. So, mal provozieren drauf, damit er weniger Schaden macht. Sonst packt der Lady Tal doch noch aus ihrer Büchse aus. Hey, upsi. Da sind Leute in Flammen aufgegangen, die eigentlich gar nichts damit zu tun hatten. So, wir müssen. Ja, doch, wir machen trotzdem zuerst destabilisierender Schlag. Gut, der nette Mann ist tot. Wegen dem infektiösen Öl. Ich könnte ihn auch mit Zorn... Ja doch, wir haben den einen Punkt. Bringen wir den Zorn um. Okay, müssen wir ein paar Bären verprügeln. Auch wenn das anstrengend wird. Entwaffnen wir den Kerl hier erstmal. Der haut ja doch schon ziemlich feste drauf. So, Hamm. Müssen wir... Nein, bewegen geht ja nicht mehr. Verbrennen wurde ja gebufft, nicht? Verbrennen wurde ja gebufft. Bedeutet, wir müssen den Kerl da rausholen. Verbrennen klebt ja jetzt. Und dann müssen wir hier erste Hilfe drauf geben, um den auszuklopfen. Bär? Haben wir den Bär nicht entwaffnet? Anscheinend nicht. Ah doch, natürlich, in der Runde vorher. Der Plan war ja eigentlich auch, den Bären da abzumachen. Tja, manchmal vergisst man halt, was man vorhatte. Vor allem, wenn man zwischendrin aufsteht und ein Paket annehmen muss. Wirklich, 2 Punkte Gesundheit. Ha, was soll man da machen? 2 Punkte Gesundheit. Ja, ja, ich weiß. Berserker, der hat noch. Also, jetzt passt mal auf. Der hat 2 Punkte Gift drauf, die meinem 163 Punkte schaden. Der hat Blutvergießen für 253 und Blutung für 326. Und der steht da einfach so, als wäre das vollkommen okay, dass sie noch am Leben ist. Danke.
Nein, wir würden den Bären da oben gerne töten und sein Fleisch essen. Denke ich. Leckeres, leckeres Bärenfleisch. So, wir machen aber einen Schritt. Ansonsten brennt er wieder. Wir haben den gerade erst gelöscht. Einmal hier dran. Einmal pieksen. Wir müssen nicht gerade alle unsere temporären Punkte ausgeben. Wir müssen dann gleich eh übernachten, soweit ich das gesehen habe, aber so Bären müssten stärker sein als Tarkus. Jawohl. Heißt kein garantierter Crit für den Geniestreich. Armer Bär, dass er so spät dran ist. Alle Leute dürfen mal draufhauen. Oh Mann. Ich hatte ja gesagt, ich habe die Hoffnung, dass das Gosenberg oder die Provinz Grenmir ein bisschen schwieriger geworden ist. Da muss ich ja wohl leider enttäuschen. Das Spiel ist nicht wirklich schwerer geworden. Was gab es denn Feines? Leckereien. Wahrscheinlichkeit, ein Tier zu fangen, 15% erhöht. Okay, Kadaver brauchen wir nicht. Zwei Fallenstelle-Äxte ist in Ordnung. Ja, der Rest darf gerne da bleiben. Hey, Stibber hat ein Level-Up. Die guten, guten Ponys. So, zwei Punkte Verfassung. Und dann, so viel zu essen haben wir aber gar nicht mehr dabei, sehe ich gerade. Erstmal die Aalsuppe weg. Dann kriegt gleich wieder einen Durchfall, weil ich ein Stück Trockenfleisch mit dazu gegeben habe. Was gibt's? Tönen Durchfall gekriegt. Manchmal wünschte ich, wir könnten irgendwo Halt machen, okay? Na dann feiern wir das, dass du dir das manchmal wünschst. Weiter, weiter. Wir wollen nicht angeln. Ich habe einen Angler auf Stufe 3 und soweit ich weiß, reicht das für die Region hier. So, hier oben sind, ich habe letztens mal kurz nachgeschaut, Schmuggler. Und ich weiß nicht, ob es für die nicht schon eine Quest gibt. Ich sage, diesmal wollte ich eigentlich gucken, dass wir in die Taverne kommen, so früh wie möglich und diese ganzen Special Quests alle machen. Hier, Reifstahl. Schön. Also jetzt habt ihr es gesehen, Reifstahl kann einfach so in der Gegend rumliegen. Wo ist er? Hier, grauer Klumpen. Man kann die auch kaufen bei den Leuten direkt, also bei Alchemisten und so. Schmuggler, Gervigott, wir mögen es nicht, wenn man sich einmischt. Ich weiß nicht, in was ich mich einmische. In deine Schmuggelangelegenheiten? Dann wirst du wohl sterben müssen. Stufe 10, Ganovo Marodeur, wilderer Übeltäter, easy. Okay, okay, okay. Erstmal alle meine Jungs ein bisschen zusammenholen. Aufstellung hier ist ja schrecklich. Wen haben wir hier? Zwei Bogenschützen und Marodeuren Übeltäter. Das heißt, wenn ich die einfach ignoriere, ist wahrscheinlich besser. So, alte Feiglinge, macht Sinn. Ja, keine Anführerfähigkeit, okay. Ist dann wohl so. Tarkus, du gehst nach hier, du zermalmst den Typ und nimmst dann den Ganoven an. Was der Marodeur da macht, ist mir ziemlich egal. Gegen den Übeltäter da schicken wir Lady Tahild. Die soll den anzünden und den dann ärgern. Wir müssen hier unten ein bisschen Platz machen. Damit die dann nicht auf sehr dumme Ideen kommen und meinen, die könnten einfach so hier hochkommen und mitkämpfen. Das wäre ja noch schöner. So, Kailin. Kailin, du könntest da eigentlich runterzielen. Na, du fängst dir da ein paar von den Wilderern ein. Dann stellen wir die mal hier rüber in den Schlamm, dann kann die hier auf die da schießen und ihr werdet schon zurechtkommen mit der Handvoll Gesindel da. Legen wir los. Da schauen wir nochmal. Okay, kein Feuer ausgelöst. Ist wohl wie es ist. Gut, du bist dran und du bist dran. Das heißt, wenn du bis nach vorne kommst, wirst du wahrscheinlich auf Dahlgren schießen. Der hat den Banditenschild. Das ist mir also mehr als egal. Schmuggler, wer auch immer. Schade, dass du als Hauptattribut Geschicklichkeit hast und nicht Stärke. Da kann man aber wohl nichts gegen tun. Jetzt vor allen Dingen sowieso nicht mehr. Oh nein. Nicht vergiftet. Stampf, stampf, stampf. Wenn ich mir so auf die Uhr schaue, dann, wenn ich mir so die Uhr anschaue, dann kommen wir heute wahrscheinlich nicht mal mehr bis in die Nähe von Gosenberg. Also wir machen ein 2-Stunden-Video und die wollte ich eigentlich nicht mehr machen. Zumindest noch nicht. Du da, Marodeur.
Wie hoch ist die Chance, dass wir dich einfach so eiskalt vernichten können? Und dann hätte ich gesagt, nicht besonders hoch. Heißt, wir werden uns anderweitig mit dir befassen. Nämlich, indem du dich mit Dräger unterhältst. Aha. Oh, und tot bist du auch noch. Deshalb, ich kann es nur immer wieder wiederholen. Auf Charakteren, die irgendeine Attacke haben, während der Gegner dran ist, ist infektiöses Öl dermaßen cool. Ihr habt es gerade gesehen. Dräger hat die Dame gestochen, die hat infektiöses Öl für 70 draufgekriegt und ist in ihrer Runde noch daran gestorben. Infektiöses Öl ist ziemlich unterbewertet, schätze ich. Vielleicht sollte ich mal eine Umfrage zu den Ölen machen, aber der Großteil von euch kennt sich eh nicht damit aus. Hm? Alchemie ist ja doch immer noch ein bisschen sehr nischig. So, Hackfleisch nur die beiden hier mal. Okay. Dann bist du hier definitiv unser Amoklaufziel. Aha. Schöne Sache. Und um dich kümmert sich dann Tyn. Dann haben wir doch hier oben auch schon die Hände frei. So, die Bogenschützen rücken von hier unten auf. Das ist mir aber ziemlich egal. Der Marodeur. So, wir haben da oben noch jemanden stehen. Kommt irgendwer so weit? Ich meine, ja, wir könnten einrichten, dass Sir Dahlgren so weit kommt. Und ich schätze, das wird wohl auch unsere beste Aktion hier sein. Der kann nicht wirklich weit laufen. Heißt, wir nehmen den Marodeur hier entgegen. Bekommen den einen extra Punkt, damit wir nicht ganz so viele Tapferkeitspunkte ausgeben. Drücken Beifall, eine sehr wichtige Fähigkeit, die auch sehr unterbewertet ist. Ich weiß nicht, was ihr gegen Beifall habt. Der Schildträger beim Axtkämpfer ist eine sehr gute Klasse. Definitiv einer der besten Tanks und Support-Einheiten. So, dann nehmen wir mal die komplette Fuschnummer für den Kerl hier. Wir nehmen ihm die Rüstung runter. Wir entwaffnen den netten Kerl. Drücken auf Rückzug, damit wir einen Faustschlag kassieren und hauen da noch eine dicke Riposte oben drauf. So. Was können wir hiermit machen? Nichts Sinnvolles, also ab nach oben. Vielleicht auf den Ganoven da schießen. Der von denen ist denn zuerst dran. Der Marodeur hier ist sofort wieder dran. Dann erschießen wir den Kerl doch einfach. So, Übeltäter, du brauchst noch einen Moment, bevor du mitspielen darfst. Es donnert jetzt also jedes Mal, wenn Kailin schießt. Ich finde die... Ich finde das ein bisschen arg übertrieben, diese neuen Geräusche bei... Neuen Geräusche bei den legendären Waffen. Da kommt nicht viel Schaden bei rum, was? Das war doch schon besser. Taktische Ordnung. Ich sag, Tahil skillen wir um. Der Beschützer ist absolut keine gute Klasse. Wir machen dann bei Zeiten wahrscheinlich so ziemlich als erstes, sobald wir in Gosenberg angekommen sind, die Arena. Und dafür bekommen wir ja dann eine neue Schwertkämpfer-Unterklasse. Wer vorher wissen will, was, wo, wie, warum, wer da eine Unterklasse kriegen kann, sich meinen Reiseführer Gosenberg anschauen. Da wird das alles drin erklärt. So, kannst du so unrealistisch weit laufen? Nein, kannst du wohl leider nicht. Ich will aber auch nicht unbedingt Rauwin darunter schicken. Die wird da auch nur unnötig ins Gesicht gepetzt. Na gut. Soll Hamm einfach mal als erstes dran sein. Kann sich dann hier gemütlich vor Rauwin stellen und die Bogenschützen müssen dann eh aufrücken. Wilderer. So, du bist als letztes dran. Schade für dich, was? So, das Gift dann nehmen wir mal runter, bevor da irgendwelcher Blödsinn mit passiert und irgendwelche negative Eigenschaften bekommt. Immer nachschauen, dass die Leute in Top-Fighting-Condition sind.
So, zuerst ewiger Ruhmesschlag, damit die Rüstung weg ist. Und dann garantiert kritisch mit destabilisierender Schlag obendrauf. Immer schön dran denken, was die Fähigkeiten können und das Ganze auch richtig benutzen. Ich sag das jetzt so, während ich zu drei Viertel der Zeit vergesse, auf sowas zu achten, was die Fähigkeiten können und die dann richtig zu benutzen. Du läufst leider nicht besonders weit, mein Freund. Hm? Mein Freund Übeltäter. Wie weit läuft denn die noch? Sinnvoller wäre es natürlich, mit Wut und Ansporn dem da unten einen reinzuhauen, weil der vor allen Dingen noch dran ist. Wir können einfach den da ekelhaft umschlagen. Ich glaube nicht, dass sie die beide töten kann. 36 bis 54. Ich wäre aber dran interessiert. Ich meine, die Rüstung ist der ziemlich egal. Wir schauen uns die Sache mal an. Ich bin immer wieder daran interessiert, was so ein Axtkämpfer in Wirklichkeit rausholen kann. Hui! Das hat auch Spaß gemacht, sich das anzugucken. Den hat die gut zerlegt. Kann man anders nicht sagen. Die hat den in dünne Scheiben geschnitten. Ja, damit hatte ich gerechnet. Das hat mich jetzt nicht überrascht. Banditenschild Stufe 10. Können vielleicht sogar was mit anfangen. Menschliche Gebeine brauchen wir. Haha, noch nicht. Noch nicht. Aber bald. Okay, ich muss mich vielleicht ein bisschen zusammenreißen, wenn ich sage, dass wir keine Episoden mehr machen, die eine Stunde lang sind. So wie früher. Dann muss ich die ganze Sache vielleicht auch ein bisschen besser durchplanen, weil es stehen noch einen ganzen Haufen Sachen auf dem Zettel. Es ist schon irgendwie spät jetzt in der Episode. Okay, Geisterwesen stehen definitiv nicht auf dem Zettel. Auf dem Zettel steht, nördlich von der Burg der Bruderschaft durch den Wald zu marschieren, um den Stall aufzudecken. Weil wir dort mit jemandem reden wollen. Die Stallung von Grenmir. Wir haben hier Ligrit. Ich habe ihn gewarnt. Er mag mein Sohn sein, aber selbst ich kann nicht leugnen, dass er dumm wie ein Pony ist. Hätte er auf mich gehört, hätte ein anständiger Kämpfer aus ihm werden können. Stattdessen habe ich eine Memo und niemanden, an den ich mein Wissen weitergeben kann. Das habe ich mir meinen Ruhestand als Champion von Hovendorps Arena nicht vorgestellt. Hättet ihr vielleicht Interesse? Beweist mir, dass ihr mein Wissen verdient, gewinnt den Arena-Kampf und ihr sollt die Erben meines Vermächtnisses sein. Die Frau bringt uns bei, ein Barbar zu werden. Ich habe meine Prüfung nicht bestanden und kann deshalb nicht zur Universität gehen. Was soll ich jetzt nur aus meinem Leben machen? Ich habe mir dann gedacht, Ponys zu verkaufen? Was gibt's hier? Oh hey, wir können den... Ich verkaufe dort nur mein Fleisch. Okay, wir können ihn fragen, bringt uns aber nichts. Können wir alle Leute fragen? Dich anscheinend nicht. Dich ja auch nicht. Gut, Dietrichs Sache werde ich genauso wie in den restlichen Playthroughs rausschneiden. Irgendwann ist auch mal gut hiermit. Juhu, die Kiste ist offen und wir stehlen Hähnchen, Trauben und Apfelwein. Na, das hat sich ja gelohnt. Sonst irgendwas, was ich hier stibitzen kann? Holz brauchen wir gerade nicht. Frische Minze ist, glaube ich, eine neue Zutat, die man einfach so gratis bei den Leuten im Vorgarten pflücken darf. Ja, Ponys brauche ich nicht, aber vielleicht finden wir eins, das lustige Eigenschaften hat. Ein kooperatives Pony? Ich dachte mehr so ein fleischfressendes Pony oder so. Aber naja, was haben meine Ponys denn? Eigenbrötlerisch. Altruistisch und ruhmreich. Muskulös und deprimiert. Da bin ich aber, glaube ich, dran schuld, dass das Pony muskulös und deprimiert ist. Okay, wir gehen dann wieder. Macht euch hier keinen Stress. So, lasst mich kurz mal nachdenken, wo wir eigentlich hin wollten. Außer in Richtung Stadt Gosenberg natürlich. Tingeln hier durch den Wald. Und, Wölfe. Nice, Edelsteine und Schnaps. Genau das, was ich am Wegesrand immer wieder gerne finde. So, wir rasten hier mal kurz. Also, ein Kampf steht auf jeden Fall noch auf meinem Zettel. Ein Kampf steht noch auf meinem Zettel. Und wir wollen noch bei einem Sägewerk oder so vorbeischauen. Danach habe ich tatsächlich nicht mehr großartig viel geplant für die Region hier. Das ist so mein Einstiegsplan gewesen. Immer mal bei den Händlern vorbeischauen, bei den neuen. Die können Reifstahl dabei haben.
oder graue Klumpen, ist im Endeffekt ja egal. Dann müssen aber die Söldner, die hier stehen, kurz überspringen. Für die haben wir heute dann wirklich keine Zeit mehr. Und damit ihr es seht, hier in die Richtung ist eine Rotte Wildschweine. Und ich kann gerade kein Fleisch nach euch werfen, belästigt wen anders. Ja, ich hatte ja eigentlich letztens gesagt, dass wir gegen alles kämpfen. Aber das lassen wir jetzt in Episode 1 erstmal so aus. Da unten will ich auf jeden Fall noch mitkämpfen. Also hier ist eine von den Rattenplagen. Die machen wir ohne Auftrag jetzt natürlich noch nicht. Und wir haben auch noch mehr als genug Gehirne dabei. Weil in Harak ja die Rattennester respawnen. Ich habe hier gesehen, es gibt jetzt einen neuen Gegenstand, mit dem man Rattennester sofort respawnen lassen kann. Irgendwie ein Rattenköder oder sowas, den man aus Kadavern und Blut und sowas zusammenbaut. Sah sehr interessant aus. Okay, wir lösen das Rätsel ums Sägewerk. Hallo, hallo! Habt ihr was ich stehlen kann? Außer viel zu viel Holz. Frische Minze natürlich. Worum geht's denn hier? Priesterin des Lichts Zulake. Bürger Petre, die Wahl ist einfach. Entweder ihr gebt das Holz, das die Kirche von Gosenberg gekauft hat, oder ihr werdet als Abtrünniger gebrandmarkt. Ich werde weder das eine noch das andere tun, Priesterin. Der Betrag, den eure Kirche gezahlt hat, war nicht mal die Hälfte dessen, was ich verlangte. Eure Preise sind unverschämt. Die Kirche hat euch einen angemessenen Betrag gezahlt, der sich an den in Tiltren üblichen Preisen orientiert. In Tiltren, diesem Land der Bauerntölpel. Die Lebenshaltungskosten in Gosenberg sind viel höher, wenn man die Lohnkosten mit einbezieht. Gott, was ist das hier für ein Gespräch? Ihr setzt Sklaven ein. Erzählt mir nicht, ihr würdet wegen eurer Produktionskosten bankrott gehen. Das ist ja ein sehr topical, das Gespräch hier. Sie werden keinen einzigen Splitter bekommen, bis ich mein Geld habe. Wenn ihr so zu bringen könntet, meinen Preis zu zahlen, zahle ich euch den gleichen Lohn wie meinen Leibwächtern. Das gibt's hier. Dieses Holz wird für den Bau des Doms von Gosenberg verwendet. Zu diesem heiligen Werk beitragen zu dürfen, sollte Belohnung genug sein. Entweder Bürger Petre gibt uns das Holz, oder wir werden ihn vor das Maklergericht zerren. Bringt ihn zur Vernunft und alle werden zufrieden sein. Überredet die Priesterin zu zahlen, erteilt den Priestern in ihrer Wache eine Lektion. Moment, so weit sind wir noch nicht. Dude, gebt den Jungs ihr Holz. Was soll da an blasphemisch sein? Nein! Diese Brüder sind nur zu meinem Schutz hier. Ich würde einer Priesterin niemals den Haar krümmen. Seht, um es zu beweisen und die wahre Tiefe meines Glaubens zu bezeugen, werde ich dem Dom zu Gosenberg dieses Holz spenden. Zufrieden? Priesterin. Und wie lautete die Antwort? Perfekt. Ich werde zusehen, dass unsere Sklaven das Holz zur Baustelle bringen. Die Kirche von Gosenberg dankt euch für eure Mühen. Okay, wer von euch, wen kann ich jetzt befragen, weil diese Frau Hofendorp gestorben ist? Jetzt seid doch mal alle nicht so. Kann ich jetzt was stehlen, ohne dass es jemanden interessiert? Nein? Na gut, dann bin ich mal unterwegs. Hier draußen liegt doch genug Holz, um den ganzen scheiß Dom zu bauen. Ich weiß, dass hier irgendwo Söldner im Wald sind, aber ich sag, das ist schon langsam knapp. Zeit, dass wir hier fertig werden. Hier würde ich aber gerne noch helfen. Ich sag, wer bis jetzt noch nicht gesehen hat, worum es bei Dahlgrens Marodeuren geht. Sir Dahlgren ist ein Ritter von Al-Azhar, bedeutet, wir schlagen uns, wo wir können, auf die Seite von Al-Azhar. Hilfe, helft mir, Söldner, diese Heiden, sie greifen uns an. Übergebt uns das Emblem, Inquisitoren, diese Schmähung Al-Azhars muss vernichtet werden. Ihr wollt ein heiliges Bildnis des göttlichen Allsehenden Auge zerstören? Blasphemie, Söldner, zur Hilfe. Hört auf, wie Schweine zu quieken, Inquisitoren, wir wollen dieses Emblem, Söldner, nennt euren Preis. Geld, bitte. Wir erhalten anscheinend eine FFP2-Maske, damit wir uns im öffentlichen Nahverkehr bewegen können. Hörrohr habe ich schon. Brauche ich also tatsächlich nicht. Also selbst wenn ich nicht für Al-Azhar spielen wollte, weil ich das gerne möchte, hätte ich kein Interesse daran, gegen Al-Azhar zu spielen. Na gut. Dann Kampf anfangen. Hallo, hallo, hallo. Was machen wir hier? Angriff dieser Einheit verringern die Gesundheit getroffener Ziele um 5%. Wo ist denn der Anführer von der Gegenseite? Was haben die? Ich weiß, dass die Inquisitoren nicht besonders... Wenn eine Einheit einen Gegner direkt angreift, führt sie einen Gelegenheitsangriff aus. Bedeutet, wir müssen uns in Kämpfe verwickeln mit denen, ja?
Und du selbst hast keine Bonusfähigkeit. Was habt ihr an Stärke? 53, 53, damit seid ihr schwächer als Tarkus, schätze ich. Jawohl, und das ist definitiv ein Problem, das ihr jetzt habt. Wir stehen relativ gut hier, wo wir stehen. Ich hätte gerne unsere VIP-Figur hier bei uns, Anne. Du kommst her und du wirst da in der Ecke stehen bleiben und damit zufrieden sein. Kailin kann hier hinten bleiben. Der Rest von euch kann sich dann in der Mitte von mir aus gegenseitig abschlachten, wie es euch beliebt. So, Träger, Fußsoldat, Sir Dahlgren kann eigentlich auch hier draußen bleiben, der wird schon nicht unbedingt sterben, und Phalanx-Soldat. Okay, wir vernichten zuerst die drei und dann schauen wir mal weiter. Die Tanks stehen ja hier draußen. Ham kann noch mit raus. Dann können wir hier unten mit den Damage-Dealern in Ruhe vorrücken. Wer ist denn hier wie dran? Adorant, Läuterer und Eiferer. Okay, wir haben zwei Züge. Das bedeutet, jemand müsste den Adoranten dort vernichten. Du hast keine Rüstung, Adorant, nicht wahr? Nein, hast du wohl nicht. Dann bist du ein Sir Dahlgren-Problem. Destabilisierung. Die ist sowas von tot, aber ich habe keine Lust, Schaden zu nehmen. So, ich mal hier sind in den Waffen, wir gerade noch wen. Gehen hier rüber. Und Truppansporn raus. So, wie weit läufst denn du von da oben? Ich weiß, die haben die große gemeine Axt, Großaxt Inquisition. Ich finde die ziemlich cool. Problem ist halt, dass die legendären Waffen einfach besser sind als alle anderen Waffen. Also, dumm gelaufen, was? Eiferer, mein Kerl. Unterhalt dich doch mal mit Tarkus. Zu dem Problem. Eiferer mag ich nicht besonders, das sind die, die so oft draufhauen, nicht? Gut, diese Eiferer hier hauen auf niemanden mehr drauf, schätze ich. Pass auf, Phalanx-Soldat! Du kriegst jetzt drei Schläge von der Lady, glaube ich. Oder auch nicht. Das heißt, für Läuterer funktioniert deren Special nicht. Ha, dumm gelaufen, was? Hätte man besser vorher drüber nachgedacht. Du bleibst mal da unten stehen, bitte. Wer es bis jetzt noch nicht gemacht hat, man kann hier unten für verbündete Einheiten einstellen, wie sie sich verhalten sollen. Bei Verteidigung machen die gar nichts. Bei Flucht laufen die so weit weg, wie sie können. Und bei Angriff spielen sie so, wie sie vorher gespielt haben. Also wie ein großer Haufen Vollidioten. Adorant, 81, 90. Das sollte Rauwin doch eigentlich auf die Kette kriegen. Hi. Heute schon gestorben. Ich weiß, dass die tot ist, aber ich habe trotzdem keine Lust mehr, einen verpassen zu lassen von der. Dann töten wir Lady Flower noch. Dann haben die anderen vielleicht schon bald keine Lust mehr. Gute Berserker-Action. Ich hätte immer noch gern ein paar lazarische Rüstungen. Die sehen schon ziemlich cool aus mit dem Schwarz und Lila. Sehr edel. Lazarischer Harnisch. Aber Alazar ist ja schon auf der Karte. Wir können also bald vorbeischauen. Also bald. Bei Release wahrscheinlich. Lol. Fanatiker? Da halte ich mal mit unserer noch Beschützerin Lady Tahild. Die macht nichts, so wie es vorgesehen ist. Dann müsste doch Ham eigentlich irgendwo rumstehen. Ham. Der sollte mal auf Beifall drücken, damit wir uns hier ein bisschen bewegen können nächste Runde. Nette Treffer. Ich finde das wirklich sehr nett, dass die Sache mit der Rage und dem Feuerschwert funktioniert. Das macht mir Spaß. So. Träger, du kümmerst dich um die beiden hier. Ich gehe zumindest davon aus, dass der Fanatiker auch denkt, dass er herkommen könnte. So ungefähr. Der wird dann unten rumkommen. Zumindest meine große Hoffnung. Sehr schön, Phalanx-Soldat. Sehr schön. Richtig, wir haben noch eine Bogenschützin. Aber ich werde jetzt nicht die beiden Punkte für Sperrfeuer rausgeben.
Das ist ein bisschen unnötig stramm. Das ist das einzige Mal, dass wir wahrscheinlich jetzt ernsthaft Schaden kriegen. Ja, komm, crit halt endlich mal. Danke. Ach, wir fangen also wieder mit den teleportierenden Gegnern an. Okay, das war mir zu wild. Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Er hat sich erst teleportiert, weil das ein Klassiker ist, sich zu teleportieren, wenn man von Dräger in Speerwall gehalten wird. Und dann hat er sich zurück teleportiert und dann ist er einfach so tot umgefallen. Erklärt mir vielleicht irgendjemand. Schub. Alter. Infektiöses Öl, bestes Öl. Wer von euch wäre denn gern zuerst dran? Das ist mir total egal. Hey, hi. Zorn. So, einmal hier runter. Läuterer Fußsoldat. Taktische Ordnung. Schön den Dornenknüppel durchs Gesicht gezogen. Wunderbare Execute. Ja, tötet euch einfach gegenseitig. Zweihand-Axt gegen Speer. Ich würde in dem Fall auf die Axt setzen. Nein, die anderen dürfen leider nicht flüchten. Tut mir wirklich leid. Das sind nicht unter 50%, was? Dumm gelaufen. Geh mal weg da, bevor noch jemanden anzündest, du verrückter Kerl. Oha, der hat noch nicht genug, der Fußsoldat. Der schlägt noch mehr Leute tot. Das macht Lady da halt sehr wütend. Wer kann die Sache da oben denn zu Ende bringen? 91, solltest du hinkriegen. Ja, gerade so. War knapp. Cool, Großaxe Inquisition. Hey Grete, wer ist denn Grete? Ich habe irgendwann mit der Anne zusammengekämpft. Beim allsehenden Auge, wir sollten unsichtbar bleiben. Fast hätten wir alles ruiniert. Gut, dass ihr gekommen seid. So, man beauftragte uns, das Emblem unauffällig zu stehlen, doch die Inquisitoren entdeckten uns sofort. Sie verteidigten diesen Klumpen Quarzit, als sei er das Auge selbst. Dank euch können wir es vernichten und den Schaden wieder gut machen, den Maklerin Hofendorp unserem König zugefügt hat, als sie den edoranischen Klerus beauftragte, das verfluchte Ding herzustellen. Es schmerzt zu sehen, wie unsere ehemaligen Provinzen um die Gunst des Feindes heischen, definitiv ein Wort, indem sie vorgeben, ihren Glauben anzunehmen. Was? Maklerin Hofendorp hat den König von Alasa beleidigt, indem sie die Beziehung zu Edoran stärkte. Okay. Okay, was ist denn jetzt die Arztmaske? Soll das eine Pestmaske sein? Diese Gipsmaske ist auf eine Statue des heiligen Balfroy gegossen. Ihr Anblick allein überzeugt die Siechen, dass sie geheilt sind. Okay, weder der Text macht Sinn, noch hat das Ding gerade irgendeine Funktion. Okay, wild, wild. Wir werden es mal in die Lagerkiste werfen und da soll es dann bleiben. Okay, die Episode ist schon viel länger, als ich eigentlich wollte. Ich muss mich dann mal wieder ein bisschen zusammennehmen. Aber wir sind angekommen, da wo wir ankommen wollten. Nämlich in Stadt Gosenberg. Los, mach's in die Mitte drauf, damit wir fertig werden können. Dann halt nicht. Stellt euch vor, es hätte da gestanden. Stadt Gosenberg. ist auch nicht schlimm. Bevor wir draußen irgendwie 10.000 Söldnerkompanien töten, würde ich tatsächlich gerne erstmal hier in der Stadt. Hier in der Stadt mit dem Bounty Board in der Taverne reden. Na gut, das war's dann auch schon für Episode 1 von Provinz Greenmir mit Dahlgrens Marodeuren. Danke fürs Zuschauen, liken und abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal, also hoffentlich in 2 Tagen. Ciao, ciao!